Bündnis 90 Die Grüne ist die Kollegin Müller-Gemmecke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Linke schreibt am Anfang in ihrem Antrag, ein gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland ist überfällig. Da haben Sie natürlich recht. Die Forderung nach einem Mindestlohn in Höhe von 10 Euro kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nur kritisieren. Denn selbst die Linksfraktion müsste doch merken, wie schwer es ist, in Deutschland überhaupt einen Mindestlohn durchzusetzen. Natürlich wissen wir auch, dass 8,50 Euro Altersarmut nicht verhindern kann. Und natürlich muss der Mindestlohn deshalb in den nächsten Jahren auch zügig steigen. Aber es war eine Kraftanstrengung, dass sich fast alle gesellschaftlichen Kräfte in Deutschland auf die 8,50 Euro einigen konnten. Und es geht jetzt darum, dass dieser Mindestlohn endlich kommt, und zwar für alle. Und in dieser Situation ist Ihre Diskussion nicht zielführend. Es wäre besser gewesen, Sie hätten sich mit Ihrem Antrag beispielsweise mal mit der Durchsetzung des Mindestlohns beschäftigt, denn das ist ein äußerst wichtiger Aspekt, auf den auch Arbeitsmarktexperten aufmerksam machen. Studien zeigen nämlich, dass viele Beschäftigte, die weniger als 8,50 Euro verdienen, gar nicht nach Stundenlohn, sondern nach Stücklohn bezahlt werden. Viele haben keine fest vereinbarte Arbeitszeit. Das heißt, für mehr als ein Drittel fällt unbezahlte Mehrarbeit an. Hier gilt es also, Regelungen zu finden, die die Beschäftigten vor Missbrauch schützen. Es muss gewährleistet sein, dass der bezahlte Lohn auf Stundenbasis ermittelt und umgerechnet werden kann. Wenn eine Mindestlohnstunde zukünftig 90 Minuten dauert, dann wäre das katastrophal. Grundvoraussetzung dafür ist auch, dass ordentlich kontrolliert wird. Und wie das tatsächlich sichergestellt werden soll, sehe ich noch nicht. Denn die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die ja letztlich den Mindestlohn auch kontrollieren wird, hat schon heute nicht genug Personal. Und mehr Personal ist auch nicht geplant. Das hat die Bundesregierung im Finanzausschuss auch nochmals bestätigt. Und hier ist also die Ministerin gefragt. Sie muss zügig schlüssige Regelungen für den Nachweis von Arbeitszeit und ausreichend Kontrollpersonal schaffen. Ein Mindestlohn nur auf dem Papier wäre nicht akzeptabel. Ja, und eine klare politische Linie wünsche ich mir, wie die Linke auch, bei der Diskussion um die Ausnahmen. Ich fand es schon absurd, welche Ausnahmen in letzter Zeit immer wieder diskutiert wurden, beispielsweise bei Minijobs, bei Rentnerinnen. Und ganz aktuell sind ja dem Arbeitgeberpräsident Kramer auch noch die Älteren ohne Ausbildung eingefallen. Ist Ihre Arbeit weniger wert? Sind Sie weniger produktiv? Oder sind Sie gar Beschäftigte zweiter Klasse? Minijobs sind doch heute schon eine Niedriglohnfalle, und Rentnerinnen und Rentner arbeiten doch vor allem, weil ihre Rente nicht zum Leben reicht. All diejenigen, die solche Ideen verbreiten, kann ich nur fragen, in welcher Welt leben sie eigentlich? Ja, und die Ministerin muss jetzt beim Mindestlohn klare Kante zeigen. Ausnahmen führen zu Fehlanreizen und Verdrängungseffekten. Denn warum soll ein Arbeitgeber einen Mindestlohn zahlen, wenn es billigere Arbeitskräfte gibt? Und ein solcher Billig-Mindestlohn ist auch völlig sinnwidrig, denn ein Mindestlohn ist laut Definition die niedrigste gesetzlich erlaubte Entlohnung. Darunter gibt es nichts. Nehmen Sie, die Union, das endlich zur Kenntnis. Und es gibt auch viele, die sich noch immer unendlich schwer tun mit dem Mindestlohn, und sie übersehen dabei schlichtweg die ganzen positiven Aspekte. Erstens Tarifflucht, OT-Mitgliedschaften, Befristung, Leiharbeit und jetzt auch Werkverträge haben alles zusammen, hat die Gewerkschaften geschwächt. Der Mindestlohn wird die Tarifpartner und somit auch die Tarifautonomie von unten stärken. Zweitens, notwendig ist der Mindestlohn auch
für die verantwortungsvollen Betriebe, die ihre Beschäftigten fair und auf Augenhöhe behandeln. Sie wollen beim Wettbewerb um die niedrigsten Löhne nicht mitspielen, und deshalb brauchen sie Schutz, damit sie nicht vom Markt gedrängt werden. Denn Mindestlohn macht also auch wirtschaftspolitisch Sinn. Und drittens, vor allem aber profitieren die Menschen von dem Mindestlohn. Damit können sie zumindest die meisten Alleinstehende von ihrer Arbeit auch leben. Sie müssen nicht zum Jobcenter laufen und ihren Lohn, den sie verdient haben, mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken. Und es geht natürlich auch um den Wert von Arbeit. Aber dazu muss der gesetzliche Mindestlohn auch wirklich flächendeckend eingeführt werden. Der DGB hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Würde kennt keine Ausnahmen. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich dem Kollegen Markus Paschke.